Sehen die Flügel noch so heruntergekommen aus? Das können wir auch kurz gucken. Aber es ist schon mal schön, was langsam aus der Burg wird. Nein, die Flügel sehen leider... Das ist ja die Bibliothek eigentlich. Die Flügel werden also noch kaputt sein. Das andere ist ja die Kaserne. Ah, die Kaserne ist eigentlich auch wichtig. Die sollten wir auch demnächst in Angriff nehmen. Ich denke mal, nach dem Innenhof, nach dem Tor machen wir den Innenhof. Dann die Türme. Und dann bauen wir die Burg vollständig aus. Also zuerst die Kaserne, dann die Burg, dann die Bibliothek und dann den Kerker. Wobei der Kerker ist eigentlich auch gar nicht so unwichtig, denke ich mal. Türme, Bibliothek, da Kerker. 2 Tage, 1012. Geht eigentlich. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Gefolge. Kannst du auf deinen Reisen Gefangene nehmen? Jetzt aber erst bei der Leuchthöhle rasten. Und ja, die Leuchthöhle sieht mittlerweile sehr schön aus. Feuerstelle. Hier sieht alles ausgebaut aus. Wir haben einen hübschen Brunnen. Überleben plus 1. Ja, rasten wir mal. Du wachst auf, siehst Dorenz, der seinen Stabbein hin vor sich hin hält. Aus der oberen Stabspitze flackert eine Flamme, die lange Schatten auf sein Gesicht wirft, als er mit nachdenklichem Blick vor sich hin starrt. Trotz des Feuerscheins können sie sich deine Augen nicht auf ihn konzentrieren. Vielleicht warst du gerade aus einem Schlaf auf oder es handelt sich um einen Lichteffekt. Aber er erscheint dir undeutlich an den Rändern verschwommen. Nur sein Stab, den kannst du genau sehen. Der Stab erscheint seine Gravuren zu studieren. Während du zusiehst, beginnt sie schwach rötlich zu leuchten, wie durch die Ritze erhitzten Holzes. Die Linien fließen mit geschmolzenem Metall und brennen die Ränder seines Stabes entlang, bevor sie sich in eine Reihe komplizierter feuriger Adern verzweigen. Dort, wo seine Hände das Holz umklammert halten, häufen sie sich und pulsieren wie ein Herzschlag. Während du zusiehst, drehen sich die Adern zu einem Dutzend separaten Kreise. Kreise, die sich wiederum drehen, bis sie ihrerseits kreisförmig angeordnet sind. Sie pulsieren, warten und alles ist merkwürdig still und... Und plötzlich geht vor dem Feuer ein gewaltiges Licht aus. Du spürst einen Luftstoß, siehst einen enormen Blitz und erwachst abermals. Dorenz befindet sich immer noch am selben Ort, nun aber in fester Form und real. Er scheint dich bemerkt zu haben, aber oder auf das Geschehene reagiert zu haben. Okay. Dein Gesicht ist voller Not, Dorenz schnappt verängstigt. Ich glaube, es würde platzen, solltest du nicht sprechen. Ich hatte einige Fragen, die ich dich fragen. Doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Ja, das kennen wir schon. Ihr seid etwas Merkwürdiges. Du bist am Feuer gesessen und von deinem Stab ging ein starkes Licht aus. Tell me what you saw. Dorenz ist still und starrt direkt in die Augen. Sag mir, was du gesehen hast. Es gab einen Blitz wie bei einer Explosion. Ein unglaublich grellen Luftstoß. It is the light of the Godhammer you saw. Dorenz nimmt jedes Wort auf. Einen Moment lang ist es merkwürdig still und als er spricht, geschieht dies mit leiser Stimme. Was du gesehen hast, war das Licht des Götterhammers. Der Götterhammer, was ist damit? It was a weapon of Deerwood's people, a symbol of their independence. It saved the Deerwood. Es war eine Waffe der Bevölkerung des Dürrwalds, ein Symbol ihrer Unabhängigkeit. Sie rettete den Dürrwald. Und was weißt du darüber? It brought the Saints' war to an end, knocked a god from his perch. There are few that would deny Aeothis overstepped. The Godhammer reminded Aeothis of it. Dorenz Stimme bleibt leise und gleichmäßig, als würde er etwas wiederholen, das er schon viele Male gesagt hat, entweder laut oder zu sich selbst.
Er hat den Krieg des Heiligen beendet und einen Gott von seinem hohen Ross geschlagen. Dorins Gesicht nimmt steinerne Züge an. Es gibt nur wenige, die abstreiten würden, dass Eotas es übertrieben hat. Der Götterhammer erinnert Eotas daran. You saw its light because I helped shape it, give it life and release it into the world. Once seen, its glory is almost too bright to be believed and too bright to be forgotten. Du sahst sein Licht, weil ich bei seinem Bau geholfen habe, ihm das Leben geschenkt habe und ihn in die Welt entlassen habe. Doran schluckt und nickt. Einmal gesehen, ist seine Pracht fast zu hell, um geglaubt zu werden, und zu hell, um in Vergessenheit zu geraten. Du hilfst dabei, den Götterhammer zu bauen? There were 12 of us. We fashioned the weapon, drafted plans for it, prayed for guidance at Ashfall, and it came to me there. Each of us were given a staff made from the forest of black trees around us, glowing with embers and fire far greater than this branch you see now. Also ist Durins einer der 12? Wir waren zu 12, Durins nickt. Wir bauten die Waffe, entwarfen Pläne dafür, beteten um Führung bei Aschfall und dort war es auch, dass er zu mir kam. Jeder von uns erhielt einen Stab aus dem Holz der schwarzen Bäume um uns herum, die viel mehr vor Glut und Feuer leuchteten als dieser Zweig, den du jetzt siehst. It felt as if the staff was Margrin's own finger, guiding my hand, guiding the other 11, the shadows of the 12 who had come to stand on the bridge to stop Aethys. Es fühlte sich so an, als ob der Stab mal ganz eigener Finger sei. Er führte meine Hand, führte die anderen 11, die Schatten der 12, die auf der Brücke Eotas entgegentreten würden, um ihn aufzuhalten. Die Schatten der 12. Even in that stand, there was a ritual to it. For the 12 that stood on the bridge, there were a dozen shadows cast, a dozen faithful of Margrin, her fiercest supporters and shapers of the Godhammer. Selbst mit diesem Widerstand war ein Ritual verbunden. Für die 12, die auf der Brücke standen, wurde ein Dutzend Schatten geworfen. Ein Dutzend von Margrins Gläubigen, ihren energischen Unterstützern und Erbauern des Götterhammers. Durin stellt den Stab vor sich ab. Die Flamme an der Spitze flackert einen Augenblick. Das Licht lodert reicht. Es teilt sich in einen Ring aus Flammen, eine nach der anderen, bis ein Dutzend aufeinandertreffen. As 12 held Aethys fast, we 12 unleashed our prayers and let the Godhammer fall. So wie 12 Eotas festgehalten haben, so haben wir 12 unsere Gebete entfesselt und den Götterhammer herabfallen lassen. Achso, er gehört nicht zu den Dutzenden, sondern zu anderen 12, zu 12 Magran-Priestern. Nette Zahl, 12. Dann blüht. Also jetzt geht's wieder um. Habe ich das jetzt vorgelesen? So wie 12 Eotas festgehalten haben, so haben wir 12 unsere Gebete entfesselt und den Götterhammer herabfallen lassen. Und jetzt geht's wieder um die Flamme. Dann blüht sie hell auf einmal und nimmt wieder die Stärke einer Kerze an. Als es vorüber ist, scheinen die Schatten in der Nähe schärfer zu sein, als hätten sie Kanten und so blinzeln sie, um wieder klar sehen zu können. Durin starrt noch immer wie gebannt in die winzige, kerzenartige Flamme. Shadows cast by the fire of the Godhammer, perhaps. We share their fate as well in time. Now the spine of the Deerwood is marked by the Godhammer. Marked by Martin. Vielleicht Schatten, die vom Feuer des Götterhammers geworfen wurden. Die Flamme erlischt plötzlich und ohne Rauch. Und später teilten wir ihr Schicksal ebenfalls. Nun trägt das Rückgrat des Dürrwalds die Spuren des Götterhammers, vom Magrin markiert. Durin runzelt die Stirn und hebt seinen starren Blick vom Stab. Was meinst du mit teilten wie ihr Schicksal? Not all deaths come with stilled breath and stilled heart. Or other stilled passions beneath the waist. Some deaths come from silence. Nicht alle Tode sind mit regloser Atmung und reglosem Herzen verbunden. Dorans grunzt und zieht die Kordel seiner Robe zurecht. Oder mit anderen reglosen Leidenschaften unterhalb der Taille. Manche Tode kommen aus der Stille. The connection we once shared with Margrin. After the light of the Godhammer, it was not the same. Die it was as if we'd lost our senses. And sense of purpose as well. Instead of victory,
being welcomed, there was silence within and without. Die Verbindung, die wir einst mit Margaret teilten, nach dem Licht des Götterhammers war sie nicht mehr dieselbe. Es war, als hätten wir unsere Sinne verloren und unsere Sinnhaftigkeit noch dazu. Anstatt des Sieges, anstatt willkommen geheißen zu werden, gab es nur Stille, im Inneren wie im Äußeren. Not many can claim to have killed a god. It is less a heroic tale than you would think. And such a death, it changed our faith. All faiths, I expect. Doubt followed, and the world changed. I do not believe Margren was pleased by what we had done. Nicht viele können von sich behaupten, einen Gott getötet zu haben. Diese Geschichte ist nicht so heldenhaft, wie man denken würde. Und ein solcher Tod, nun, er veränderte unseren Glauben. Alle gaben uns Richtung, nehme ich an. Durin starrte wieder auf die tote Spitze des Stabes. Der Zweifel folgte und die Welt veränderte sich. Ich glaube nicht, dass Margren damit zufrieden war, was wir getan hatten. Ja, wenn ihr wirklich Eotas getötet habt, einen Gott, wird euer Gott damit nicht, darüber nicht gerade glücklich sein. Warum ist das so? The world is broken. The wheel stilled. There is sickness in the world's heart. Perhaps the price of crossing a god. Die Welt ist zerbrochen und das Rad zum Stillstand gekommen. Dorans kratzt sich an seiner Pockennarbe und hält inne. Dann zieht er seine Hand zurück und betrachtet sie stirnrunzelnd. Das Herz der Welt ist krank. Vielleicht ist das der Preis für die Verärgerung eines Gottes. Crossing two gods. Even as Margren shaped our hands, perhaps we carried her will farther than was allowed. Just as Widewind did. Saint Widewind. Mortal arrogance to match mortal arrogance. Er grunzt. Die Verärgerung zweier Götter. Selbst als Margren unsere Hände formte, trugen wir ihren Willen vielleicht weiter hinaus, als es uns gestattet war. Er hielt inne und starrt seinen Stab an. Genau wie es Widewind tat. Der heilige Widewind. Durin spuckt aus. Sterbliche Arroganz, um sterblicher Arroganz zu entsprechen. Yet if the world had changed, then I sought to change with it. If I had forgotten some of Margren's teachings, I would find them again. I would make her see me again. Und dennoch, wenn sich die Welt verändert hatte, dann strebe ich danach, mich mit ihr zu ändern. Sollte ich einen Teil von Margrans Lehren vergessen haben, würde ich sie wiederfinden. Es würde sie dazu bringen, mich wiederzusehen. Was hast du denn getan? I remembered Margrans teachings. How reminders on the flesh were more important than the death of a vessel. And I wondered if killing Aethys, if that had simply set him free. Had it allowed him to escape his punishment and be taken on the wheel? Like a mortal? Ich erinnere mich an Margrans Lehren, weshalb die Erinnerungen auf dem Fleisch wichtiger als der Tod eines Gefäßes ist. Torrens rüttelte die Stirn, und ich fragte mich, ob Eotas, ob wir ihn wirklich befreiten, als wir ihn umbrachten, hatten ihm gar gestattet, seiner Strafe zu entgehen und zum Rat gebracht zu werden? Torrens Stimme geht langsam nach oben. Zum ersten Mal wirkt er so, als würde er wirklich eine Frage stellen. Wie ein Sterblicher? Er schüttelt den Kopf. As I stepped from the now blessed Godhammer Bridge, I thought of Ashfall. I thought of the War of Black Trees. Wondered if I needed to be burned to find myself again. That is Margren at her heart. At least that is my hope. These are the doubts that befall me. Als ich von der mittlerweile gesegneten Götterhammerbrücke ging, dachte ich an Aschfall und an den Krieg der schwarzen Bäume. Und ich fragte mich, ob ich verbrannt werden müsste, um mich selbst wiederzufinden. Das ist Margren in ihrem Herzen. Wenigstens hoffe ich das. Durins runzelt die Stirn. Dass sie die Zweifel, die über mich hineinbrechen. Was geschah nach deiner Rückkehr nach Aschfall? The road to Ashfall is long. Gives one time to think. If you think long enough, you do not go home. I left without telling anyone, with only the robes I wore at Halgott, my staff, and my name, which is long buried.